Wolf Biermann ist einer der bekanntesten Liedermacher Deutschlands, Ost wie West. Er steht für viele Bezugspunkte deutscher Geschichte, etwa für die Trennung von Ost und West, für Sozialismus und Demokratie, für Politik und Kunst, sowie auch für das Verhältnis zwischen Jüdisch und Deutsch. Hier befinden wir uns im Prolog. Und dort sieht man das Harmonium von Wolf Biermann, nämlich jenes, das er beim Kölner Konzert 1976 gespielt hat. Der Tag war gleichzeitig der Geburtstag seines Vaters, der 13. November. Und deshalb sieht man auf dieser Station eben auch ein Foto seines Vaters, Dagobert. Dagobert Biermann war Kommunist und Jude im Widerstand gegen die Nazis aktiv und wurde 1943 in Auschwitz ermordet. Wolf Biermann übersiedelte bereits als Schüler in die DDR als überzeugter Kommunist. Später dann erhielt er einen Studienplatz an der Humboldt-Universität in Berlin. Und bei dieser Gelegenheit lernte er Helene Weigel kennen und bekam eine Regieassistenz am Berliner Ensemble. Das war sicher ein wichtiger Einschnitt in seinem Leben, weil es im Grunde seine Künstlerkarriere auch begründete. Wir kommen jetzt zu einem großen Foto, das Wolf Biermann in seiner Wohnung in der Chausseestraße zeigt. Die Chausseestraße hatte einen besonderen Stellenwert, nachdem Wolf Biermann 1965 komplettes Auftritts- und Publikationsverbot erhalten hatte, wurde die Chausseestraße mehr als nur seine Wohnung. Sie wurde gleichzeitig Konzertsaal, Tonstudio und Treffpunkt und Salon für seine Freunde. Auf diesem Bild sieht man ihn mit verschiedenen Personen. Das ist ein Foto von Roger Melis, das eben auch bedacht inszeniert worden ist. Und zwar mit Blick auf die Stasi-Überwachung. Gleichzeitig ist das das Plattencover von Warte nicht auf bessere Zeiten. Hier sehen wir eine der markanten Gitarren, vielleicht die markanteste Gitarre von Wolf Biermann. Das ist die mit den zwei Schalllöchern statt nur einem Schallloch. Er hat sie unter anderem gespielt 2014 zum Auftritt im Bundestag zu 25 Jahre Mauerfall, den man auch hier in dieser Ausstellung sehen kann. Ein Themenbereich in der Ausstellung beschäftigt sich auch mit dem Thema Wolf Biermann und das Judentum. Judentum war in der DDR vor dem Hintergrund eines sozialistischen Weltbildes öffentlich kaum sichtbar. Dennoch spielte es für Wolf Biermann eine große Rolle. Wir sehen hier einen Hanukkah-Leuchter, den er sich in den 50er Jahren von einer Gastspielreise mit dem Berliner Ensemble aus Budapest mitgebracht hat und der seitdem auch in seiner Wohnung in der Chausseestraße stand. In der Ausstellung gibt es auch eine Kinderspur für junge Museumsbesucher im Alter von 8 bis 12 Jahren. Und ein Anlass dafür ist, dass er selber sehr viele Kinderlieder und Märchen geschrieben hat. Zunächst für seine eigenen Kinder. Später sind diese Märchen, etwa das von kleinen Herrn Moritz, auch in der Bundesrepublik erschienen und wurden Schullektüre.